Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom Casino-Plus-Bonus.com. Ich bin heute im B-Casino. Und da wollen wir mal schauen, was es so gibt. Es gab schon mal 5 Euro ohne Einzahlung. Die sind schon mal hier verbucht. Den Code dafür, dass es die 5 Euro gibt, wie immer bei uns auf der Webseite. Der Link zur Webseite auch hinten am Ende vom Video verlinkt, dass sie dann entsprechend an das Geld kommen und ihr Glück vielleicht damit probieren können. So, jetzt schauen wir, was es im B-Casino gibt. Klar, es gibt hier eine Auflistung der ganzen Spiele und zwar fängt es hier an mit den Top-Spielen und was die Top-Spiele sind, das wird natürlich jeder selbst entscheiden, doch vielleicht findet man hier und da eine Anregung. So, die neuen Spiele, wie immer, sollte man ab und an mal drüber schauen oder bei jedem Besuch jeweils im Casino, was eben hier entsprechend neu aufgenommen worden ist, beziehungsweise was sich vielleicht hier und da lohnt zu spielen. Was jetzt mit Bonusspielen gemeint ist, also Spiele, die einen Bonus ausschütten, ist sicher nicht damit gemeint, sondern eben die Bonusspiele haben. Aber das haben ja fast die meisten. Obwohl, so gesehen, gibt es direkt Bonusspiele. Aber nach diesen habe ich persönlich noch nie gesucht. So, Megaways, das sind natürlich Spiele mit wahnsinnig vielen Linien. Und da kann man natürlich mit so ganz winzig kleinen Einsätzen nicht ganz so viel gewinnen, jedoch einigermaßen öfter, weil eben viel mehr Kombinationen vorhanden sind. Aber die Gewinne werden meist nicht ganz so hoch ausfallen. Also bei einem Megaway-Spiel sollte man schon ein bisschen mehr investieren. So, dann sind wir hier schon mal weiter bei den Tischspielen. Und hier sind im Prinzip alle aufgelistet. Und es ist ja eigentlich genug dabei. Wobei man eben gleich mal dazu sagen muss, dass hier Tischspiele beim Spiel mit Bonus ausgeschlossen sind und im B-Casino erspart man sich somit mit diesem Bonusspiel irgendwelche Richtlinien und wenig Umsätze und was es alles so gibt. Also man spielt nur an Spielautomaten, kann eh nur an Spielautomaten spielen. Es gibt auch noch ein paar Einschränkungen, da auch noch mal nachlesen und dann eben diese Spiele komplett meiden und nicht spielen. So, alle Roulette-Spieler sind natürlich auch hier bedient. Es gibt auch Rubbellose. Eigenartigerweise sind hier die Rubbellose auch mit Bonusspiel nicht zugelassen. Videopoker gibt es reichlich Fans davon. Ich bin es sicher nicht, aber es gibt genug, die das gern spielen. Andere Spiele kann man dann einfach mal reinschauen. Die Untergliederung oder man geht den dann eben auf alle Spiele zu und sagt sich, ich schau mal entsprechend dann, was es so gibt. So, hier sieht man zum Beispiel den Hersteller Betsoft. Aber wenn man jetzt möchte die Hersteller sehen, klickt man hier ganz einfach auf den Filter und man hat diese entsprechenden Hersteller und kann dann anklicken und sieht dann genau, was von Belly zum Beispiel hier da ist, was man spielen kann. Red 7, Thunderkick. Thunderkick ist zum Beispiel auch sowas, dass das mit Bonusspiel ausgeschlossen ist. Keine Ahnung warum, aber es ist ausgeschlossen. Gleich mal mit dran denken. Und auch bei Microgaming sind einige Spiele dabei, die auf der Ausschlussliste stehen. Also unbedingt diese Spiele meiden, damit es dann eben keine Probleme gibt. Rapcat-Spiele, das ist auch sowas. Hier hat man den Castle Builder dabei. Castle Builder darf man nie mit Bonus spielen. Man weiß nie, wann das zu Ende ist und dürfte auch sowieso ausgeschlossen sein. Also einfach mal zum Beispiel hier Crystal, das ist ein tolles Spiel von Rapcat, spiele ich eigentlich ganz gern. Scary habe ich auch mal gespielt, das war so mittel, also
Ja und nein, aber wie gesagt, es gibt hier genug Spiele, die man spielen kann. Bedsoft ist auch immer wieder eine gute Anlaufstelle. Kann man sagen, was man will, aber gerade Bedsoft, diese Spiele mit diesen typischen Figuren, Charakteren, die so ausgeprägte Charakterzüge haben. Ich finde die Spielautomaten relativ witzig und auch teilweise von den Gewinnen her ganz gut bestückt. Also der Mr. Vegas zum Beispiel ist ein Spielautomat, den spiele ich wahnsinnig gern und kann auch sehr gut gewinnen. Und es gibt ihn nicht in jedem Casino. Also das ist ein Spielautomat, der wirklich super ist. Also alles gut sortiert. Man kann natürlich auch noch eine eigene Suche machen, aber ansonsten hier über den Filter tolle Sortierung. Ich zeige jetzt noch mal ganz schnell hier die entsprechenden Angebote, die es gibt. Und es ist eben das Willkommenspaket. Die 5 Euro dann erstmal abspielen, ist klar. Es gibt Reload-Bonus und Freispiele, Montag, Mittwoch und spezielle Angebote. Also ist alles gut. So, dann kann man hier entsprechend das Willkommenspaket anfordern und kann dann hier, ja, ich will das anklicken und schon ist es dann hier möglich einzuzahlen. Und Einzahlung ohne Bonus ist auch jederzeit möglich. So, jetzt schauen wir noch mal hier im Prinzip hin. Und zwar gibt es, wie gesagt, hier eine Aufgliederung über den Bonus, Bonusguthaben. Und dann, sobald der Bonus dann umgewandelt wird, kann man dann hier im Echtgeld entsprechend sich auszahlen. So, natürlich hatte ich jetzt auf Auszahlung geklickt. Natürlich ist das erst möglich, wenn man entsprechend was zum Auszahlen hat. So, also das B-Casino ganz gut, die Software. Mir fehlen da noch einige Spiele, aber es ist wahnsinnig viel da. Eine absolut gute Sortierung. Es lädt auch extra schnell. Also wenn man hier klickt mit alles anzeigen, geht das ratzfatz und man hat dann auch alles da. Die Steuerung, wie gesagt, alles gut. Und auch die Geschäftsbedingungen sind gut erklärt, gut zugänglich, schnell zu finden. Immer noch mal nachlesen, dass einige Spiele ausgeschlossen sind, darf man manchmal auch den Casinos nicht so übel nehmen. Es gibt auch bestimmte Hersteller, die das meistens nicht wollen. Also, wie gesagt, das B-Casino könnte ein guter Anlaufpunkt werden. Versuchen Sie Ihr Glück mit den 5 Euro ohne Einzahlung. Bei uns auf der Webseite den Bonuscode abrufen und schon kann es losgehen. Und dann wünsche ich alles Gute und viel Glück im B-Casino. Bis zum nächsten Mal, Ihre Denise.